Moin, ich bin David und heute geht es um die Zoo Royal Hundewelt. Natürlich habe ich uns mal wieder einen Gast mitgebracht. Harley, komm mal her. Ja, brav. Übrigens, Harley liebt es, Gassi zu gehen. Aber einfach so mit Härchen durch die Natur trotten ist dann hier und da vielleicht doch mal ein bisschen langweilig. Und ja, ich bin vielleicht auch nicht der interessanteste Partner für Gassi gehen. Aber dafür habe ich immer ein Ass im Ärmel. Mit genug Auswahl an Spielzeug kann ich sie immer so richtig auslasten. Wie beispielsweise mit diesem Wurfknochen. Aber das kennt ihr ja auch. Oder dieser Dummy. Ich glaube, das Apportieren ist für viele Hunde die schönste Beschäftigung. Es lässt sich spielen leicht in die täglichen Spaziergänge integrieren. Und wenn man nicht so weit wirft, kann man es auch damit zu Hause nutzen. Halli, hier! Und jetzt erzähle ich euch nochmal eine kurze Story über dieses kleine Teil. Super praktisch, ich hoffe, ihr kennt's. Ist ein Kotbeutelspender. Ich war letztens im Park unterwegs und da hat mich wirklich noch jemand drauf angesprochen. Was ist das eigentlich genau? Man hängt es einfach ganz simpel an die Leine und kann hier einfach die Kotbeutel rausziehen. Sollten sie mal leer sein, da sind viele mehrere drin, es gibt es auch in verschiedenen Farben. Einfach hier aufschrauben und nachfüllen. Und eigentlich hat man es permanent an der Leine und immer dabei. Was aber auch noch interessant ist und für alle Zoo Royal Eigenmarken gilt, es sind keine Schadstoffe enthalten, Kinderarbeit ist ausgeschlossen und es werden ausschließlich hochwertige Materialien wie Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Grundsätzlich Top-Qualität und modernes Design zu günstigen Preisen. So, und wir sind jetzt fertig und komm, Harley, wir zwei gehen jetzt raus und probieren das Ganze hier mal aus und spielen ein bisschen.